Hi, Alfred Nesfer spricht. Es ist ein bisschen vertrickst, die Situation, weil die Mapping-Koordinaten in AutoCAD von Zeit zu Zeit mit Versionen umgestellt werden und mit 2018 ist nicht gerade die glücklichste Situation. Darum zeige ich das per Video. Ich glaube, die Beschreibung mit Video und genau zu sehen, wo ich hinklicke und was ich wann klicke, ist in dem Video deutlich besser zu erkennen, als wenn ich das mit Worten oder als Text beschreiben würde in der Message. Grundlegend, das ist die Zeichnung. Ich stelle jetzt nur mal kurz ein, dass wir da diese gleiche Bildinformation sehen. Pfad erst einstellen und die Datei auch wieder herstellen, weil die Pfade bei mir am Anfang nicht übereinstimmen. So, okay, das ist jetzt mal die Ausgangssituation. Ich nehme an, dieser Knick hier, der im Prinzip vom Bild hier die rechte Seite und da vom Bild die linke Seite wieder beginnt, ist das Thema, um das es eigentlich hier geht. Beim Bild selbst brauchen wir nichts bearbeiten, aber es gibt zwei Dinge, die zu bearbeiten sind. Das ist zum einen einmal diese Einheit, die hier dargelegt wird, beziehungsweise das, was wir hier vorfinden mit Fließe oder keine Fließe, heißt eigentlich nur, das Bild wiederholt sich oder wiederholt sich nicht. Und wenn ich da jetzt auf Bild keine Wiederholung stelle, dann sehen wir grundsätzlich mal schon, dann wird nur das Bild, das wir hier haben, einmal aufgewickelt, dann endet es und dann beginnt es wieder. Aber es ist eben nur eine Darstellung. Es wird nicht dort, wo das Bild 1 zu Ende ist, das nächste Bild begonnen, so wie ähnlich wie Kacheln, wo man sagt, im Badezimmer ist eine Fliese zu Ende, beginnt die nächste Fliese. Also das gleiche Bild wiederholt sich dann 100 oder 1000 Mal oder wie oft auch immer. Da ist jetzt der Unterschied einfach, dass wir sagen, wir stellen das einfach ab, es wiederholt sich nicht. Das ist einmal der erste Schritt, damit wir das Bild genauer positionieren können. Und jetzt wird es ein klein wenig kritisch, weil um den Winkel festzulegen, brauchen wir einen Befehl, der das Mapping festlegt. Das heißt, mit Mapping können wir steuern, ob das Bild jetzt quader- oder planar aufprojiziert wird oder sphärisch oder zylindrisch. Wir wollen eine zylindrische Projektion. Und das, was wir bei dem Objekt dann hier sehen, ist, dass das Zentrum der zylindrischen Projektion nicht in der Mitte liegt. Das heißt, das stellen wir mal richtig. Wir sehen, dass es bei diesem Gizmo hier jetzt verschiedene Anker gibt, wo wir positionieren können. Die Höhe stimmt, also mache ich die XY-Ebene, ziehe ich jetzt. Und beim Ziehen sage ich jetzt, ich möchte das auf das Zentrum des Kreises projizieren. Das heißt, Objekt fängt Zentrum. Dann zeige ich da hier dann das Objekt und damit haben wir da mal die richtige Ausrichtung. Und jetzt kommt der erste unangenehme Effekt. Ab dem Zeitpunkt, wo wir das Mapping verwenden mit dem Befehl Mapping, ist der Wert, den wir hier, heute muss ich zuerst das hier beenden, ist der Wert, den wir hier angeben, nicht mehr die Größe des Bildes, sondern bei zylindrisch ist es die Anzahl der, oder ist es der Umfang, ist gleich die Einheit 1 und alles, wenn jetzt wir sagen, wir wollen das Bild nur über den halben Umfang des Kreises projizieren, dann heißt das 0,5. Und jetzt beginnen wir leider Gottes mit unserer deutschen Tastatur hier in Schwierigkeiten zu geraten. Standardmäßig gibt AutoCAD ja die Dezimalwerte in Punkt ein, hier in diesem Dialog nicht. Da hier geben wir Komma ein. Wenn wir allerdings jetzt 0,5 eingeben, dann sehen wir mal Folgendes. Solange das Feld hier aktiv fokussiert ist, stimmt unser Bild auf der Geometrie. Ab dem Zeitpunkt, wo ich jetzt den Fokus auf ein anderes Feld hinlege, springt der Wert auf 0, weil er manchmal mit Punkt, manchmal mit Komma rechnet. Das ist ein Fehler, einfach in AutoCAD momentan. Und wir sehen, dass er das hier verloren hat. Und jetzt muss man da so tricksen, dass ich sage, ich gebe hier 0,5 ein. Und bevor ich in ein anderes Feld springe, fixiere ich das Höhenbreitenverhältnis. Klick. Weil ab dem Zeitpunkt, wo dieses Höhenbreitenverhältnis fixiert ist, ist durch die Angabe der Höhe hier, an dem ändert sich nichts, dass das Absolutwerte sind, ab dem Zeitpunkt hat er das Verhältnis hier fixiert und kann dieses 0,5 nicht mehr umwandeln. Also das ist relativ wichtig, dass man sagt, ich wiederhole es nochmal, wenn ich den Wert hier umstelle auf 0,3 oder 0,4 und das verändere, wow, das ist jetzt sogar ein Glückstreffer,
auf den man sich leider Gottes nicht verlassen darf. Ich klicke nur hin und man sieht, dass es sofort wieder zurückstellt. Das heißt, der Weg ist, dass ich zuerst meine Höhe einstelle. Die haben wir schon eingestellt, die war schon richtig eingestellt. Ich gebe hier 0,5 ein, weil wir brauchen nur einen halben Radius vom Zylinder abgedeckt mit dem Bild. Das Bild soll genauso lang sein wie der halbe Umfang des gesamten Kreises. 0,5 mal als Faktor. Dann sofort das Sperren. Das war Sperren, war in dem Fall jetzt schon wieder verkehrt. Es ist, ich gebe es zu, es ist eine unangenehme Tipperei. Einmal hinklicken, 0,5 und dann Klick versperren zu spät. Ändern wir den Wert da mal probehalber. 15, 0,5. Es ist auch manchmal ein Trick, dass ich 0,5 und mehrere Nullen dahinter schreibe mit einem 1 unter Umständen. So, jetzt haben wir es geschafft. Das heißt, das Wichtige ist, dass wenn der mal aktiv ist und da noch 0,5 steht, dann haben wir im Prinzip gewonnen. So, das heißt, wir sehen jetzt das ganze Bild entlang, so wie es hier jetzt aufgewickelt ist. Was jetzt noch fehlt, ist, dass wir den Spalt hier zustande bekommen. Und was kann man hier machen? Im Prinzip, so wie wir den Gizmo zuerst beim Mapping geschoben haben, wir wählen wieder zylindrisch, dieses, Enter, so kann man ihn auch drehen. Das heißt, wir können die Option Drehen jetzt verwenden und wir drehen in dieser Ebene. Das heißt, ich selektiere hier nicht den Ring für irgendeine senkrechte Drehung, sondern lediglich wir drehen waagrecht und haben hier jetzt die Option mit rauf und runter. Links und rechts funktioniert da weniger gut, rauf und runter können wir uns das Bild so einteilen, bis es den Anfang genau erwischt. Es gibt hier keine Möglichkeit, einen Winkel jetzt exakt einzugeben, sondern es geht wie bei der Visualisierung vieles, es muss optisch halbwegs richtig ausschauen, eine exakte Einheiteneingabe funktioniert hier nicht. Aber wir können durch rauf und runter jetzt bestimmen, von wo bis wo geht das Bild, reicht das Bild, und wenn wir das festgelegt haben, Enter. So. Jetzt ist die Situation erreicht, da noch nicht ganz, das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen zurückdrehen, zylindrisch, klick dieses und wir wählen wieder. So, wir sehen jetzt beide Seiten, das heißt, wir sehen jetzt auf der Seite hier, wann beginnt es und auf der anderen Seite, wo hört es auf. Und jetzt müssen wir die Position finden, wo wir noch beides sehen. Objektfang ist in diesem Fall ungünstig, weil uns der den Winkel schnappt. So, jetzt ist die Situation, den Punkt müssen wir finden, wo wir beides sehen. Na, wenigstens sieht man, dass die Präsentation live ist und nicht vorgespielt, nicht vorgeübt. Nochmals das Ganze. Klick. Und wir wenden uns wieder dem Drehen zu. So, und das ist jetzt das ganze Bild. Gut, ich hoffe, dass das so auch funktioniert. Es ist diese Variante hier, dass der 0,5 wegspringt, könnte man theoretisch auch damit umgehen, dass man in den Windows-Systemeinstellungen sagt, man ändert das Dezimalkomma auf einen Dezimalpunkt. Allerdings würde das alles, was wir mit Word, mit Excel, mit sonstigen anderen Dingen dann machen, ebenfalls ändern. Also das kann nicht unbedingt jetzt das Workaround Nummer 1 sein. Wichtig ist zu wissen, dass wenn man das Material Mapping anwendet, zylindrisch, dann ist dieser Wert kein absoluter Wert mehr, wo man sagt, den gibt man jetzt in den Zoll oder im Millimeter oder sonstiges an, sondern dann ist der Wert, wie oft wird das Bild rund um den Kreis projiziert, und mit 0,5 mal heißt das, es wird nur der halbe Kreis, das Bild ist so groß wie der halbe Kreis dem Objekt, das wir hier jetzt zylindrisch gemappt haben, und der Trick mit dem, dass man das sperrt, den muss man leider Gottes herausfinden. Okay, ich hoffe, das hat geholfen, würde mich freuen, wenn das auch auf dem System von Ihnen anwendbar ist und die Frage damit gut beantwortet werden konnte. Schönen Tag!